die Leute, die so einen DIY-Background haben, die sind einfach gewöhnt, mit weniger auszukommen. Hier ist Rockballers Back Home, Folge 7 inzwischen bereits aus meinem Studio hier zu Hause unterm Dach. Heute spreche ich mit Alex, dem Sänger der Punkband Pasco. Die stammen ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland und haben inzwischen in ihren 22 Jahren Bandgeschichte 6 Alben veröffentlicht. Das ist für so eine lange Zeit eigentlich ja gar nicht so viel. Alex, sprich im Moment, die Zeit gerade, die würde sich doch perfekt anbieten, diesmal ein bisschen schneller Songs zu schreiben und ein neues Pasco-Album zu machen, oder? Ja, da haben wir tatsächlich, wir haben gestern mal auch mit der Band so geskypt und nochmal gesprochen, weil wir aktuell ja tatsächlich nicht proben. Wir haben ja im Saarland sehr harte Ausgangsbeschränkungen und da haben wir auch drüber geredet. Und Sven, also normalerweise ist es so, dass ein Teil der Songs schreibe ich, also den größeren Teil eigentlich. Und für mich ist diese Situation aktuell null inspirierend, muss ich sagen. Ich arbeite recht viel und musste meinen Sohn noch zu Hause betreuen, aber ich habe so eher das Gefühl, wenn alles so runterfährt, werde ich auch eher zu so einem Schlunz, wie man das so schön sagt. Also ich werde dann eher weniger aktiv, als ich im normalen Hamsterrad so bin. Und bei Sven ist es gerade umgekehrt. Der sitzt im Moment immer im Garten mit der Gitarre und also ist unser Gitarrist und arbeitet an neuen Riffs und neuen Songs. So, also ich bin gespannt. In der nächsten Probe, nächste Woche wollen wir zum ersten Mal dann nochmal proben, mit was er um die Ecke kommen wird. Aber ich habe in den letzten 4 Wochen praktisch nichts bandmäßig geleistet, so was neue Musik angeht. Habe aber der Zeit vorher, habe ich schon bestimmt so 20, 30 Ideen gesammelt. So, von daher kann ich darauf jetzt gut zurückgreifen, aber ich bin froh, wenn so ein bisschen Normalität auch nochmal einkehrt, wenn das früher oder später der Fall ist, weil das inspiriert mich mehr als diese Ausnahmesituation, muss ich ganz klar sagen. Wo erwische ich dich gerade? Ich bin tatsächlich jetzt noch bei uns im Büro, also im Kidney Music Label Büro und habe auch dort bis vor einer halben Stunde normal gearbeitet und hier haben wir eine gute Internetverbindung, deswegen bin ich hier und nicht zu Hause und genau. Hast du gerade schon gesagt, du bist auch Papa, soweit ich weiß. Aber wie läuft es denn mit dem Homeschooling? Also kommst du da noch mit? Ja, das meiner ist in der ersten Klasse, das schaffe ich noch. das geht noch, aber ja, also mein Kleiner, der Levi, der hat sich so an das Homeschooling gewöhnt. In der ersten Woche war das echt ein Kampf. Also das wollte er gar nicht und so ein Rollentausch, Papa ist jetzt oder Papa, Mutter sind jetzt die Lehrer, da konnte er gar nicht mit am Anfang. Mittlerweile hat er sich dran gewöhnt, hat natürlich keinen Bock darauf, aber es ist nicht mehr so ein Kampf, wie es am Anfang war. Das geht. Du bist doch Sozialpädagoge, eigentlich hast du da eine super Vorlage damit, oder? Ja, dachte ich auch, aber frag mal andere Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Die Kinder von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen sind meistens die schlimmsten. Das war, als ich auch in dem Job noch war, war das immer so der Running Gag und das kann ich mittlerweile, glaube ich, bestätigen. So. Wie ist es denn mit den anderen eigentlich in der Band? Haben die noch andere Jobs oder leben die auch komplett von Musik? Nee, also bei uns lebt von der Band lebt ja keiner so wirklich. Also wahrscheinlich ich noch am meisten, weil ich an der Veröffentlichung der Platten und so weiter halt beteiligt bin mit dem Label. Ansonsten hat jeder von uns Fulltime-Jobs. Also Ollo ist Konzertveranstalter, also ist mein Bruder, der Schlagzeuger in Trier, die Firma Popkonzerts. Dann Flo ist Chemielaborant, im Moment sehr viel am Arbeiten. Sven, der Gitarrist, ist Elektroingenieur und hat auch einen ganz, ganz normalen 9-to-5-Job. Alex, wie hat sich die Lage denn gerade auf dich und die Band ausgewirkt? Also, die größte Auswirkung war sicherlich, dass wir die Tour, wir sollten jetzt eigentlich gerade aktuell jetzt eine Tour spielen, die wurde halt verlegt in nächstes Jahr, nächstes Frühjahr, und das relativ kurzfristig, also so ein paar Wochen vor Tourstart. Und wenn wir so an diese Tour und die Verlegung denken, daran haben wir auch gemerkt, wie schnell sich das Ganze entwickelt hat. Also so noch 6 Wochen vor der Tour haben wir gedacht, ach, das wird schon alles klar gehen. Und 4 Wochen vor der Tour war dann schon so, okay, das wird wahrscheinlich nicht klar gehen. Und dann wurde sie halt verlegt. So. Und damals war noch so die Überlegung, verlegen wir das Ganze in den Herbst rein. Und jetzt sind wir froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass im Herbst Konzerte zumindest mal nochmal so stattfinden können, wie das vorher der Fall war.
Ob das im Frühjahr 2021 so sein wird, werden wir sehen. Aber die Chancen sind auf jeden Fall besser als im Herbst diesen Jahres. Ja. Ich habe in meinen Gesprächen hier in der Sendung schon gelernt, dass Indie-Labels wie eures im Grunde genommen einen Vorteil sogar haben gegenüber den großen Strukturen der Majors. Erklärst du das mal ein bisschen genauer? Also vorausgesetzt ist es bei euch auch so. Also als es mit der Corona-Krise losging, haben wir es auch gemerkt, dass wie so ein Einbruch war. Da war auf jeden Fall am Anfang, so in den ersten 2 Wochen, war so die Nachfrage nach Musik und die Plattenverkäufe gingen zurück. Danach ging das aber so schlagartig hoch und das haben wir schon deutlich gemerkt. Also dass dann auch aktuelle Releases, wir haben die Agne Kid Joe Platte jetzt vor kurzem veröffentlicht, das ging ja genau in diese Zeit, aber die hat sich super verkauft. Also da ging der Verkauf wirklich durch die Decke. So, ich glaube, ja, Streaming-Zahlungen werden wir noch kriegen, aber ich glaube einfach, dass die Leute viele vielleicht noch mal zu Hause sitzen, Platten hören oder auch im Streaming halt einfach viel mehr Zeit haben für Musik zu hören. Also es ist ja, weiß ja jeder, so Amazon liefert aktuell ja keinen Tonträger aus oder nur mit langen, langen Wartezeiten. Und davon ist ein Major wahrscheinlich mehr betroffen als ein Indie-Label, weil wir halt einfach eine andere Vertriebsstruktur haben. Amazon ist für uns natürlich auch ein Verkäufer unter vielen, aber es ist nicht, wir hängen nicht an Amazon. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt genug Indie-Shops, die nach wie vor halt ausliefern und die bestellen im Moment auch sehr viele Platten, also mehr als vorher. Das kann man schon sagen, ja. Also und wir merken halt auch, dass es von Seiten der Hörer oder der Konsumenten oder den Leuten, die irgendwie die Bands abfeiern, dass da ganz viel positives Feedback und auch Hilfsangebote kommen. Also mit der eigenen Band gab es Leute, die uns angeschrieben haben, die wollten uns einfach Geld überweisen, um uns zu helfen, so ohne Gegenleistung. Das fanden wir schon echt, ja, das fanden wir krass. Wir haben für das Bla, das ist ja so ein Konzertladen in Bonn, haben wir einen Soli-Sampler gemacht, der war innerhalb von 2 Wochen ausverkauft. Das war auch so was, wo wir gemerkt haben, ja, es gibt einfach ganz viele Leute, denen ist die Szene, will ich es mal nennen, denen ist das wichtig, dass diese Strukturen erhalten bleiben und sind auch bereit, da irgendwie zu unterstützen. Und das merken wir im Moment eigentlich durch die Bank bei allen Bands, die viel Unterstützung erfahren. Und ja, das ist so. Klar ist es wichtig, dass wir alle unsere Umsätze machen, aber so im Alltag hilft einem das schon sehr. So motiviert einen das schon und zeigt einem, dass man in den letzten Jahren da irgendwie auf das richtige Pferd gesetzt hat so und mit den richtigen Leuten sich beschäftigt hat. Also weil ja da einfach ein ganz großer Rückhalt ist. Und zudem, das hat Joachim Hiller vom Ox hat das schön gesagt, muss man sagen, dass die Leute, die so ein DIY-Background haben, die sind einfach gewöhnt, mit weniger auszukommen. Das ist auch, gerade in den ersten Wochen war das auch so eine Hilfe, dass wir gedacht haben, okay, wenn das bei uns 20%, 30%, 40% einbricht, ist das für uns nicht existenzbedrohend. Also dann kommen wir damit schon klar. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich in manchen Major-Strukturen sind 20% sind da schon echt hart. So. Und wir können mit 20% mehr oder weniger können wir ganz gut klarkommen. Also das bedroht uns nicht. Das Interview habe ich gehört, da hast du unter anderem erzählt, dass ihr sogar überlegt habt, bandintern, dass ihr Kohle verteilt an Leute, die jetzt ganz besonders in Need sind sozusagen? Genau. Ja, das machen wir auch. Also wir haben das jetzt noch nicht nach außen so, noch nicht so groß veröffentlicht als Band, sage ich mal, weil wir zuerst mal geguckt haben, wo sind Leute, wo sind andere Bands oder wo sind, aber auch an Magazine haben wir auch gedacht, die jetzt vielleicht, denen die Anzeigenkunden wegbrechen, wo können wir da irgendwie aushelfen? Und was wir jetzt gemacht haben, so ist halt an die Leute, die jetzt eigentlich mit uns auf Tour wären, denen haben wir einfach mal einen Tagessatz überwiesen. Da haben wir gesagt, ey, ihr habt euch auf die Tour vorbereitet, die Tour ist ausgefallen, ihr bekommt jetzt von uns einfach mal für nichts sozusagen einen Tagessatz mal ausbezahlt. Weil wir als Band haben nun einfach den Luxus, dass wir nicht davon leben. Wir brauchen das Geld, das die Band jetzt aktuell hat, brauchen wir nicht dringend so und ja, da sehen wir jetzt die richtige Zeit für da ein bisschen was von zu verteilen einfach. Luxussituation.
Eine Luxussituation, ja, genau. Das wäre ganz anders, hätten wir uns vor 2, 3 Jahren dafür entschieden, von der Band zu leben. Dann hätten wir diese Möglichkeit natürlich nicht. Dann wären wir ganz anders davon betroffen. Aber so sind wir das halt nicht. Wie stehst du eigentlich zu diesen Maßnahmen im Moment? Also ist das alles für dich nachvollziehbar oder fragst du dich hier und da schon, ob das Sinn ergibt? Ja, ich bin dann auch kein Fachmann. Was ich vor ein paar Wochen gut fand, ist halt, dass so, ja, nachdem so in den letzten Jahren man das Gefühl hat, Stichwort alternative Fakten und so weiter, da hatte ich so das Gefühl, es ist gut, dass man nochmal auf seriöse Medien vertraut und es ist gut, dass man auch wieder auf Wissenschaftler vertraut und den Experten sozusagen das Wort lässt. Das ist hier aktuell gerade nochmal so ein bisschen am Kippen, so in den letzten paar Tagen. Aber ich selbst sehe es so, und ich bin kein Experte, aber ich habe da schon Vertrauen in das, was aktuell so gemacht wird. Ich sehe da auch jetzt nicht mit dem Aluhut irgendwelche anderen Hintergründe, warum diese Maßnahmen, wie sie jetzt so getroffen wurden, warum diese eingeführt wurden. Also ich glaube, ja, bei aller Kritik und bei allem, ja, Misstrauen, glaube ich einfach, dass es im Großen und Ganzen die richtigen Maßnahmen sind, die hoffentlich dazu führen, dass wir möglichst schnell nochmal zu einer einigermaßen Normalität nochmal zurückkehren können. Und eine wirkliche Alternative dazu sehe ich im Moment auch nicht. Von daher, ich kritisiere gerne und viel, auch mit der Band, aber das ist, um da vielleicht den Bogen nochmal zu deiner Anfangsfrage, Inspiration zu kommen, das ist jetzt nicht was, worauf ich jetzt irgendwie meine Wut oder meinen Hass projizieren kann, weil ich grundsätzlich glaube, dass es der richtige Weg ist. Womit beschäftigst du dich denn sonst im Moment? Also guckst du Filme, Serien, was machst du? Ja, tatsächlich hänge ich mehr vom Fernsehen ab, als ich das normalerweise mache. Und mein Sohn hat eine Spielkonsole relativ neu und auf der bin ich auch hängen geblieben. Also so echt so wie vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren ist das bei mir tatsächlich. Also ich höre auch mehr Musik, aber die Zeit, in der ich zu Hause bin, gammel ich schon mehr ab, als ich das so in den letzten Jahren gemacht habe. Und Gartenarbeit, tatsächlich Gartenarbeit. Ich glaube, Deutschland hat die schönsten Gärten, also schöner als vor den letzten 10 Jahren. Das ist, glaube ich, so, machen ganz viele Leute. Ja, das ist so mein Alltag. Aber dass ich mich jetzt mit anderer Politik, was ich normalerweise sehr viel mache, das ist fast eingeschlafen bei mir. Da bin ich auch froh, wenn das irgendwie nochmal zurückkommt. So. Aber ja, das ist bei mir deutlich weniger geworden. Ich hoffe, dass wir bald wieder Pesco live sehen können, dass wir eure anderen Bands wieder live erleben können und dass du mit deinen Leuten und mit dem Label irgendwie trotzdem weiter durchhältst, die ganze Phase durch. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis bald. Bis bald, danke dir. Danke, Alex. Nächste Woche spreche ich hier in Rockpalast Back Home unter anderem mit Tourmanager und Indie-Label-Betreiber Euse Ronsberger. Euse ist eigentlich Österreicher, lebt aber in Portland in den USA und betreut als Tourmanager Bands wie Parkway Drive, Casper und die Do-Nots. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.